Mein Name ist Patrick Peukert. Ich bin hier der Abwassermeister. Wir befinden uns hier bei den Stadtwerken in Trier auf dem Hauptklärwerk. Unsere Anlage hat 170.000 Einwohnergleichwerte. Wir betreuen noch eine zweite Anlage mit ca. 17.000 Einwohnergleichwerten und rund 100 Bauwerke im Stadtgebiet mit 500 Kilometern Kanalnetz. Die Zentrifuge ist eingesetzt zur Überschussschlammeindickung. Damit können wir natürlich dann die Aufenthaltszeit in den Faulbehältern erhöhen. Natürlich wird dadurch auch weniger Wasser in die Faulbehälter gepumpt. Bedeutet, wir haben weniger Wärme, die da benötigt wird. Und natürlich durch verlängerte Aufenthaltszeit einen höheren Stabilisierungsgrad und konnten die Gasausbeute deutlich erhöhen. Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht und haben eine Matrix erstellt, welche Faktoren für uns eigentlich ausschlaggebend sind. Darunter fiel, dass wir keinen Polymereinsatz haben wollten. Wir wollten eine Maschine, die rund um die Uhr mit einem hohen Automatisierungsgrad betrieben werden kann. Der Betriebsaufwand sollte sehr gering sein. Aufgrund unserer energetischen Maßnahmen wollten wir natürlich auch energetisch die beste Möglichkeit für uns rausfinden. Und da war für uns eben relativ schnell klar, nachdem die Bewertung abgeschlossen war, es kann nur auf eine Zentrifuge hinauslaufen. Also der Durchsatz liegt zwischen 7 bis 12 Kubikmeter pro Stunde. Polymer wird überhaupt gar keins eingesetzt und die Maschine läuft 365 Tage im Jahr rund um die Uhr vollautomatisiert über eine TR-Messung im Auslauf. Wir haben dann zusätzlich noch einprogrammiert, dass die Maschine sich täglich zu festen Zeiten automatisch spült für ungefähr 10 bis 20 Minuten, ist aber frei variabel wählbar. Wir haben am VKU-Preis Verband kommunaler Unternehmen 2017 teilgenommen in der Kategorie Wasser- und Abwasserwirtschaft mit dem Projekt Energieautarkes Klärwerk. Wir haben in 2012 die Kläranlage komplett energetisch bewertet, haben auch das Verfahren nochmal überprüft und haben dann in 2013 sagen wir mal, die Offensive gestartet, haben dann mit technischen Mitteln und natürlich auch mit verfahrenstechnischen Anpassungen unseren Energieverbrauch von ca. 4 Millionen Kilowattstunden auf 3 Millionen Kilowattstunden senken können und unsere Eigenerzeugungsrate konnten wir steigern auf 3,4 Millionen Kilowattstunden. Und somit haben wir zu jeder Zeit mehr Energie, als die Anlage für den Prozess braucht und können somit auch Energie einspeisen. Wir waren mit der Zusammenarbeit mit der Firma Flottbeck sehr zufrieden. Wir haben im Vorfeld Versuche gefahren und da war auch mit den Service-Mitarbeitern vor Ort, konnten wir gute Ergebnisse erzielen. Es war eine sehr gute Kommunikation und auch nachher im Projekt. Während der Umsetzung war Flottbeck jederzeit bereit, da Frage und Antwort zu stehen. Und dann natürlich nachher am Ende des Projekts für dann das Feintuning für die Anlage. Schlussendlich war die Firma Flottbeck immer bereit, uns da zu unterstützen.